Dann sagt natürlich mein Enkel, den ich sehr schätze, ist auch ein sehr lieber junger Mann, dann sagt er, ah, Opa, das kannst du aber heute nicht mehr sagen. Also deswegen, dass sie es schwerer haben als wir, na, mit allem Respekt, das darf man so nicht sehen. Bei uns in Deutschland ist das ein Ausdruck, dass die Menschen nicht zufrieden sind mit dem, was die demokratischen Parteien zustande bringen. Und das müssen wir als Mahnung nehmen, die Menschen davon zu überzeugen, nein, dass wir sind nicht vollkommen. Politik muss immer, ist nie vollkommen. Aber wir sollten den Menschen die Überzeugung vermitteln, dass unser freiheitlicher, rechtsstaatlicher Staat sie schützen kann. Natürlich dürfen wir keinen Menschen, der zu ertrinken droht, ertrinken lassen. Und wir müssen jeden Menschen menschenwürdig behandeln, sonst bräuchten wir ja nicht unsere großen Reden halten von den europäischen Rechten und Werten. Aber zugleich müssen wir sagen, zu viel geht nicht. Und da wird Politik eben was anderes als nur ein guter Mensch sein wollen. Da muss man Entscheidungen treffen, wo man schwere Entscheidungen treffen muss und wo man entscheiden kann, wie man will. Man verstößt gegen viele Prinzipien. Wenn wir nicht aufpassen, dann haben wir den Krieg, den wir jetzt in der Ukraine haben, bald auch hier. Ich glaube, dass Putin den Krieg, die Ukraine hat Russland nicht bedroht. Sondern was ihn bedroht ist, wenn die Ukraine Erfolg hat als Teil Europas, dann werden viele in Russland sagen, eigentlich ist es doch besser so. So hatten wir es in dem geteilten Deutschland. Die DDR musste eine Mauer bauen. Und als die Mauer offen war, sind die Leute davongelaufen. In früheren Zeiten, jedenfalls Pierre Plümmler hat das gelegentlich gesagt, der frühere Straßburger Bürgermeister, der hat, also in den Zeiten von der Regierung von Helmut Kohl, dem Bundeskanzler damals, hat er gesagt, die deutsche Bundesregierung setzt sich mehr für Straßburg als europäische Hauptstadt ein als die französische Regierung. Ich glaube nicht, dass wir auf absehbare Zeit auf die Kernenergie verzichten sollten. Und außer uns macht es ja, machen es auch wenige. Ich habe einmal einen Finanzminister, der immer auch, ich hieß ja immer, ich würde Investitionen verhindern. Ich habe ja meinen Kollegen immer angeboten, ihr könnt meinen Schreibtisch im Finanzministerium haben. Ihr könnt ausgeben, so viel ihr wollt für Investitionen. Unter einer Bedingung. Das Geld muss am Ende des Jahres abgeflossen sein. Wie viel ist denn von den europäischen Programmen schon abgeflossen? Fast nichts. Und deswegen meint, und das ist die Politik, die die Menschen nicht akzeptieren. Man sagt, da ist eine große Summe. Und wenn man dann hinterher guckt, und was ist damit passiert, dann ist nichts daraus geworden. Und deswegen sage ich, nicht so viel reden, handeln, machen. Sie haben plötzlich gesagt, es müssten alle Menschen in ihre Häuser Wärmepumpen einführen. Dann haben sie plötzlich aber festgestellt, dass die Leute gesagt haben, nein, das wollen wir jetzt aber so nicht. Und jetzt haben die Hersteller von Wärmepumpen das große Problem. Sie haben viele Wärmepumpen geschafft, aber keiner will mehr Wärmepumpen. Und das ist die Art von Politik, die nicht funktioniert. Den Menschen Ziele vor, sagt ihnen auch, das wird euch Einschränkungen kosten, dann könnt ihr halt vielleicht nicht mehr so viel Flugreisen machen oder so. Ja, ein Klimaschutz, der nichts kostet oder nur die anderen, das wird nicht stattfinden. Das wird mit gewissen Einschränkungen verbunden sein, wenn man das den Leuten offen sagt. Machen sie auch mit. Deutschland ist gerade noch 1% der Weltbevölkerung. Frankreich nicht einmal 1% der Weltbevölkerung. Europa insgesamt ist nicht einmal. Also muss man schon Europa ganz groß nehmen, so wie Präsident Macron jetzt alle eingeladen hätte, was ich eine gute Initiative übrigens fand. Aber dann sind wir gerade 10% der Weltbevölkerung. Und dass die Restlichen sich natürlich nicht immer von uns dominieren lassen, das muss man verstehen. Und deswegen sage ich immer, nein, der Weltuntergang ist noch nicht. Es liegt an uns und es gibt auch viele Hoffnungen. Und deswegen sage ich immer, ja, Himmel nochmal, wer, wenn nicht wir, soll eigentlich für diese Werte eintreten? Und das können wir als Europäer wieder nur gemeinsam machen. Und wir haben ja in Europa gezeigt, dass wir bei allen Unterschieden doch auch mit vielem vorangekommen sind, nicht?
Willkommen bei InfoCity TV. Wir befinden uns im Europäischen Parlament in Straßburg. Mit uns den Innenminister von Helmut Kohl, Innenminister von Angela Merkel sowie Bundesminister der Finanzen, war auch Präsidenten des Deutschen Bundestages, Dr. Wolfgang Schäuble, seit 1972 Abgeordneter für Offenburg. Zusammen mit dem französischen Abgeordneten Patrick Hetzel in der Assemblée Nationale in Paris. Dieses Interview wird mit dem Europazentrum Robert Schuman geführt. Guten Tag, meine Herren. Guten Tag, Herr Schäuble. Guten Tag, Herr Hetzel. Danke, dass Sie unsere Einladung akzeptiert haben. Ich bin begleitet von zwei Bürgern vom Europazentrum Robert Schuman, Blanche Babin aus Frankreich und Till Berwald aus Deutschland. Wir fangen mit Ihnen, Herr Patrick Hetzel. Können Sie uns ein paar Wörter über Dr. Wolfgang Schäuble sagen für den französischen Publikum? Ja, ganz gerne. Herr Dr. Schäuble ist Mitglied des Bundestages und zwar seit 1972. Er war Chef des Bundeskanzleramtes unter Kanzler Helmut Kohl, mehrmals Bundesminister, CDU-CSU-Fraktionsvorsitzender im Bundestag und Bundestagspräsident. Als Badener, geboren in Freiburg im Breisgau, ist Dr. Schäuble ein Freund vom Elsass und auch von Frankreich. Er hat über die Jahre sehr viel getan, um unsere beiden Länder näher zu bringen und auch unsere beiden Gegenden, das heißt Baden-Württemberg auf der einen Seite und Elsass auf der anderen Seite. Es ist mir eine große Ehre, heute Nachmittag mit Ihnen zu sein, Herr Dr. Schäuble, denn Sie haben ja so viel für die deutsch-französische Zusammenarbeit getan. Die erste Frage von Blanche Babin. Ja, guten Tag und danke noch einmal von unserer Seite, Herr Dr. Schäuble und Herr Hetzel. Ich fange an mit einer Frage über die Jugend. Wir wollen heute ja über und für die Jugend ein bisschen sprechen. Also als junge Leute hören wir oft, dass früher alles besser war und dieser nostalgische Schub verbunden mit einem Gefühl des Abstiegs manchmal ist nicht nur auf ältere Leute begrenzt, sondern betrifft auch immer mehr junge Leute, Jugendliche, die diese Vergangenheit tatsächlich nicht erlebt haben. Also meine Frage ist, wie erklären Sie sich diese Nostalgie? Und würden Sie sagen, angesichts Ihrer Erfahrung, dass früher alles besser war? Ihnen oder mich? Beide. Wollen Sie zuerst? Nee, gehen Sie. Also gut, ja. Fangen Sie bitte an. Ich bin der Ältere. Nein, ich halte das für einen ausgesprochenen, für einen ganz falschen Satz. Wenn man ein bisschen weiß, wie es früher war. Ich kann mich nicht an den Krieg erinnern. Ich bin im Krieg geboren, aber aufgewachsen nach dem Krieg. Aber dass es früher besser gewesen sein soll, haben riesige Probleme. Wir müssen uns auch furchtbar die Probleme besser lösen. Und das sind große Herausforderungen. Aber wer im Ernst glaubt, es sei früher besser gewesen. Übrigens auch die Kriege waren früher für die Menschen, die unter Kriegen leiden mussten, genauso schlimm wie heute. Das ist so entsetzlich. Und das Morden war immer furchtbar und der Terror war auch immer furchtbar mit anderen Mitteln. Also wir haben große Probleme, aber zu glauben, es sei früher besser gewesen, halte ich für einen großen, ganz großen Fehler. Das verändert sich alles sehr schnell, aber darin sind auch unglaubliche Chancen und gerade junge Menschen haben ja die Möglichkeit, die Zukunft zu gestalten. Ich kann nicht mehr so viel gestalten. Ich bin schon über 80 Jahre alt, aber Sie müssen sich darum kümmern, dass die Zukunft besser wird. Herr Hetzel, Ihre Meinung zu diesem Nostalgiegefühl? Ja, ich bin damit auch völlig einverstanden. Ich denke, früher war es nicht unbedingt besser. Es gab andere Probleme, aber es gab auch Probleme. Ne? Es hat immer schon Probleme gegeben. Und zum Glück gab es auch meistens Lösungen dazu. Und ich denke, das wird auch in der Zukunft der Fall sein. Natürlich haben wir heutzutage neue Herausforderungen. Es geht mehr um die Umwelt. Es geht auch darum, ein friedliches Europa aufzubauen. Das ist uns über die Jahre schon gelungen, aber das müssen wir
wahrscheinlich ein bisschen weiterbringen. Und ja, da stehen schon Herausforderungen da, aber das müsste lösbar sein. Auf jeden Fall, ich hoffe, die jüngeren Generationen werden dazu beitragen. Ja, also die Jugend befindet sich heute, Studien zufolge, in einem anhaltenden Stimmungstief. Aber ja, Sie haben ja andere disruptive Zeiten, andere Krise bewältigt. Und also was wäre Ihre Hoffnungsbotschaft für diese Jugend? Dass Sie das jederzeit Ihre Krise habt? Oder? Also ich finde auch, die jungen Menschen bei allem Verständnis haben heute Chancen. Davon haben wir, als ich so jung war wie Sie, überhaupt nicht träumen können. Das muss man wissen. Als ich in die Schule ging, ich lebe ja ganz in der Nachbarschaft von Straßburg. Aber da war Straßburg, nach Straßburg zu kommen, da musste man ein Visum haben. Und Kehl war anfangs noch rote Zone, wissen Sie gar nicht, was das war. Man durfte da nicht mal als Deutscher rein nach dem Krieg. Und das war alles viel schlimmer, und dass wir aus der deutsch-französischen Erbfeindschaft eine enge Freundschaft geworden ist und dass wir hier am Oberrhein nun wirklich zusammenarbeiten und es im Grunde völlig gleichgültig ist, ob man links oder rechts des Rheins lebt und auf der anderen Seite arbeitet oder umgekehrt. Das ist so viel, wenn ich dann auch sehe, meine Kinder sind auch schon relativ schon älter, und meine Enkelkinder, einer hat gerade Abitur gemacht, die können heute in der ganzen Welt rumreisen und die machen Dinge. Da hätten wir als Kinder nicht einmal davon zu träumen gewagt. Und insofern sage ich auch, wenn meine Enkel oder so sagen, ja, heute ist das alles so schwierig, dann sage ich, also mit allem Respekt, ich weiß jetzt, es ist schwierig für Studenten, um mal ein Beispiel zu sagen, Zimmer zu bekommen. Die sind auch sehr teuer. Der Abiturient will in München studieren und da ist das ziemlich teuer. Aber wenn ich dem sage, wie ich gewohnt habe, als ich studiert habe. Ich habe natürlich, das haben die meisten damals immer bei einer Witwe, die ein Zimmer ihrer Wohnung vermietet hat, im Wohnzimmer auf der Couch geschlafen, an einem Tisch gearbeitet, in der Küche oder in ihrer Badewanne mich gewaschen. Und wenn ich das meinem Enkel sage, dass er vielleicht so auch mal gucken muss, es gibt natürlich keine Witwe mehr, die ihr Wohnzimmer vermietet. Und die jungen Leute würden auch, die erwarten schon eine Wohnung mit Toilette und Bad und Dusche und allem. Das war für alles gar nicht vorstellbar. Dann sagt natürlich mein Enkel, den ich sehr schätze, ist auch ein sehr lieber junger Mann, dann sagt er, Opa, das kannst du aber heute nicht mehr sagen. Also deswegen, dass sie es schwerer haben als wir, na, mit allem Respekt, das darf man so nicht sehen. Ihre Meinung zum Thema Jugendmoral? Wie gesagt, es gab über die Jahrzehnte sehr große Fortschritte. Hier in Straßburg, aber das ist überall der Fall. Wenn ich sehe, wie die Medizin Fortschritte gemacht hat, also das ist absolut unglaublich. Hier die Mediziner hier an der Uni Straßburg, da werden jetzt, da gab es also sehr große Fortschritte, und das wird auch so weitergehen. Zum Beispiel hier in Straßburg, da ist ein Institut, das heißt IRCAD, und da werden jährlich jetzt 45.000 Chirurgen, die bekommen also das Neueste von der Chirurgie, und das sind also sehr, sehr große Fortschritte, und man sieht auch, wie die Industrie dazu beigetragen hat, dass das alles also in dieser Direktion also besser geht. Also das ist auch ein Fortschritt. Und man sieht ja, dass auch die Leute dadurch länger leben. Ne? Das sind auch Sachen, die wir schätzen müssen. Ne? Ich mache weiter mit dem Thema Populismus und Euroskeptizismus und die Demokratiekrise. In Europa erleben wir den Aufstieg von rechtskonservativen und nationalistischen Parteien. Wahlumfragen für die Europawahl in Deutschland sehen die AfD Alternative für Deutschland bei 23%, in Frankreich das Rassemblement National bei 25% und Reconquête bei 6%. Handelt es sich Ihrer Meinung nach um eine Zustimmung zu diesen Ideen oder um eine Protestwahl? Es ist ein bisschen schwieriger. Ich meine, Front National haben wir schon länger in Frankreich beobachtet, und das hat natürlich viel
damit zu tun gehabt. Das war ja noch der Vater von Marine Le Pen, mit dem sie sich auch ein bisschen überworfen hat, das richtig verfolge. Ich habe mal mit Lo Jung, der Senator, der war auch ein väterlicher Freund von mir, und dann habe ich mal mit ihm darüber geredet, warum das in Frankreich damals, also in den 80er, 90er, ja, man muss ja wissen, der Vater von Le Pen war in der Stichwahl gegen Chirac, bei der Wiederwahl von Chirac gewesen. Und dann hat mir Senator Jung, in Harskirchen war er zu Hause, da war er auch Bürgermeister, gesagt, weißt du, ich kenne die Leute in meinem Dorf, in dem ich seit ewigen Zeiten Bürgermeister bin. Ich weiß genau, wer die Nazis gewählt hat, so hat er damals gesagt. Und wenn ich die frage, warum wählst du die Nazis, dann ist die Antwort immer weg der Ausländer. Aber hat er gesagt, wir haben gar keine Ausländer in unserer Gemeinde. Wir haben keine. Das ist aber auch in Deutschland so. Dort, wo man nicht gewohnt ist, mit Menschen aus anderen Kulturen und bei uns sind es anfangs sehr viele Menschen aus der Türkei gewählt. Ich meine, dass Menschen aus Frankreich oder Italien oder so, das ist ja Europa, das ist überhaupt nicht. Aber Menschen aus anderen Kulturkreisen, aus anderen Religionen und so ist ein bisschen, Türken ist bei uns auch kein Problem mehr, überhaupt nicht. Aber wenn es zu viel sind, fühlen die Menschen sich überfordert. Und deswegen, nur wir in Deutschland, also auch ich habe geglaubt, das wird uns in Deutschland nicht passieren, weil wir ja nun, wir sind das Land, in dem Hitler und die Nazis, und das waren Deutsche, das war nicht irgendjemand sonst, und ihr Unwesen getrieben haben. Deswegen habe ich gedacht, das kann uns nicht mehr passieren. Damit kannst du heute überhaupt nicht mehr. Du kannst nicht wenn du in Deutschland jemand sagst, der sagt, wir haben zu viel Ausländer, wir können mit zu viel Migration, geht nicht. Und wenn du dem das sagst und wenn du dem dann sagst, du redest schon wie die Nazis, dann sagt er, ich bin doch, weil ich das sage, kein Nazi. Und deswegen war einer der Fehler, den wir gemacht haben. Ich finde in Deutschland, wir sollten das, bei uns in Deutschland ist das ein Ausdruck, dass die Menschen nicht zufrieden sind mit dem, was die demokratischen Parteien zustande bringen. Und das müssen wir als Mahnung nehmen, die Menschen davon zu überzeugen, nein, dass wir sind nicht vollkommen. Politik muss immer, ist nie vollkommen, aber wir sollten den Menschen die Überzeugung vermitteln, dass unser freiheitlicher, rechtsstaatlicher Staat sie schützen kann. Dass wir kontrollieren, wie viele zu uns kommen, dass wir es irgendwie, natürlich dürfen wir keinen Menschen, der zu ertrinken droht, ertrinken lassen. Und wir müssen jeden Menschen menschenwürdig behandeln, sonst bräuchten wir ja nicht unsere großen Reden halten von den europäischen Rechten und Werten. Aber zugleich müssen wir sagen, zu viel geht nicht. Und da wird Politik eben was anderes als nur ein guter Mensch sein wollen. Da muss man Entscheidungen treffen, wo man schwere Entscheidungen treffen muss und wo man entscheiden kann, wie man will. Man verstößt gegen viele Prinzipien. Schauen Sie mal, was sollen Sie, wenn Sie jetzt Verantwortlicher für Israel sind? Ich bin kein großer Anhänger von Herrn Netanyahu. Aber wenn Sie jetzt in der Lage, 90% der Bevölkerung Israels wollen jetzt, dass man jetzt in den Gazastreifen einmarschiert und die Strukturen von Hamas erschlägt. Dass damit die Chancen für die Geiseln zu überleben ganz gering werden. So, und jetzt entscheiden Sie, wenn Sie entscheiden müssen. Da können Sie, Sie werden schuldig. Das hat einmal der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt, nachdem er bei der Entführung von Geiseln durch die RAF, ist schon lange her, Patrick Hetzel wird sich erinnern, hat er zu der Witwe des Ermordeten gesagt, weil er nicht bereit war. Die hatten einen Entführtschleier und haben gedroht, sie werden ihn umbringen, wenn nicht andere Verbrecher freigelassen werden. Und der Bundeskanzler Schmidt hat nicht nachgegeben und hat dann bei der Trauerfeier zu der Witwe, die sehr böse auf ihn war, gesagt, ich weiß, ich habe Schuld am Tod ihres Mannes auf mich geladen. Aber hätte ich anders entschieden, hätte ich Schuld auf mich geladen. Wer politisch handelt, lädt Schuld auf mich. Das ist ein Satz, den ich nie vergessen habe. Herr Retzel, Ihr Kommentar zum Aufstieg der Extremen? Wir sind hier im Europaparlament und ich denke, wir haben Beispiel die Parteien, die in den letzten Jahren zum Beispiel in Frankreich an der Regierung waren,
haben oft gesagt, also wenn es Probleme gibt, die Probleme, die kommen von Europa. Und das ist wahrscheinlich schon ein Fehler, denn wie gesagt, wir brauchen Europa. Und dieses Europaszeptizismus ist auch keine gute Nachricht, denn natürlich, also Europa und die Institutionen, die es heute gibt, die sind nicht perfekt. Die muss man schon auch ändern. Aber wie gesagt, wir brauchen also ein starkes Europa. Und das heißt, dass wir auch Parteien brauchen, die daran gemeinsam arbeiten. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir in unseren verschiedenen Ländern dazu beitragen, also einiges zu ändern. Wahrscheinlich, also hier in Frankreich ist es ja auch so, natürlich, wir haben leider 25% der Mitbürger, die extrem recht wählen, aber zur gleichen Zeit müssen wir auch berücksichtigen, dass wenn es zum Beispiel Wahlen gibt, ist es oft so, dass nur 50% der Wähler überhaupt wählen gehen. Das ist schon auch ein Problem, das ist auch eine Herausforderung. Wir müssen da etwas tun, damit wir also auch näher wieder an die Bürger rankommen und damit die Bürger auch sehen, dass wir mit ihnen diskutieren und auch die Entscheidungen nicht nur in Paris treffen, sondern auch mit den Mitbürgern. Also daran muss schon einiges geändert werden. Ja, da würde ich gerne direkt einhaken und über Ihre Wahlkreise reden, die ja durchaus vergleichbar sind, würde ich sagen. Beide sind teilweise ländlich geprägt, nah an der Grenze, ja, mit sicherlich vielen Menschen, die das andere Land kennen, über die Grenze gehen, sicherlich aber auch einigen, bei denen das nicht so der Fall ist. Das kenne ich zumindest so. Wie würden Sie sagen, dass die grenzüberschreitende Mobilität in solchen etwas ländlicheren Zonen abseits von den großen Ballungszentren, inwiefern spielt das vielleicht auch eine wichtige Rolle, um eben diesem Euroskeptizismus entgegenzuwirken? Na gut, die Menschen, die hier an der Grenze leben, also für mich, der ich in Offenburg lebe, ist auch mein Wahlkreis, die Ortenau, der große Teil der Ortenau, für mich ist die Metropole unserer Region Straßburg. Und ich sagte ja schon, ich bedauere ein bisschen, dass wir nicht auch in der jungen Generation noch viel mehr ganz Selbstverständliches miteinander haben. Ich finde immer, die Metropole ist ja gerade für junge Länder, ältere Leute, die sind dann auch ganz gern zufrieden, wenn sie da in ihrer kleinen Gemeinde oder so sind. Aber die Jungen in Straßburg ist ja viel mehr geboren. Nun haben wir gelegentlich gesehen, wir haben im Ortenaukreis mehr Schwimmbäder, mehr Freibäder als in Straßburg. Also sind viele junge Menschen im Sommer aus Straßburg oder in Offenburg ins Schwimmbad gekommen. Wir haben ein schönes Schwimmbad in Offenburg. Schon haben sie in Offenburg geschimpft, das Schwimmbad sei zu voll mit so vielen Jungen. Ja, also das ist natürlich großer Blödsinn, nicht? Das ist alles. Man muss das, wir sind früher immer ins Konzert in Straßburg gegangen, weil da die besseren Konzerte waren. Jetzt haben wir allerdings in Baden-Baden haben wir auch ein schönes Konzerthaus. Aber das müsste noch viel mehr sein. Aber es ist zum Beispiel in letzter Zeit, fällt mir auf, dass in unserer Lokalzeitung, die natürlich jüngere Leute lesen ja keine Lokalzeitungen mehr, aber die Berichterstattung über die großen Sportereignisse in Straßburg, Racing Straßburg, aber nicht nur Fußball, auch Basketball, Tennis und so, ist sehr viel intensiver geworden. Also ich kann jetzt in meiner Lokalzeitung, ich lese die noch, gucke ich immer nicht nur, wie Offenburg gespielt hat, natürlich SC Freiburg, klar, aber eben Racing Straßburg. Freue mich immer, wenn sie nicht im Abstiegskampf sind und ähnliches mehr. Und es gehen inzwischen auch viel mehr Fußballanhänger, nicht nur nach Freiburg, sondern auch in den Racing. Und so muss es werden, so soll es sein. Und dann werden die auch miteinander das besser verstehen. Und dann kann man, aber man muss immer daran arbeiten. Ich glaube, einer der Gründe, warum heute es so schwierig ist, ist auch ein bisschen, dass man vieles zu selbstverständlich nimmt. Wir haben den Frieden für selbstverständlich genommen. Jetzt müssen wir lernen,
Es ist Krieg mitten in Europa. Und wenn nur, ich weiß, das ist in, hört man in Frankreich auch nicht lieber als in Deutschland. Wenn wir nicht aufpassen, dann haben wir den Krieg, den wir jetzt in der Ukraine haben, bald auch hier. Ich glaube, dass Putin den Krieg, die Ukraine hat Russland nicht bedroht. Sondern was ihn bedroht ist, wenn die Ukraine Erfolg hat als Teil Europas, dann werden viele in Russland sagen, eigentlich ist es doch besser so. So hatten wir es in dem geteilten Deutschland. Die DDR musste eine Mauer bauen. Und als die Mauer offen war, sind die Leute davongelaufen. Der einzige Weg, zu sagen, bleibt doch mal, dass wir dann so die Wiedervereinigung gemacht haben. Und zwar schnell. Und wenn man sich das klar macht, dann werden diejenigen auch, die uns erzählen, Europa sei falsch. Das ist in Frankreich schwieriger. Das müssen die Deutschen verstehen. Aber ohne die Vereinigten Staaten von Amerika hätten wir nie in Sicherheit und Freiheit gelebt. Das muss man auch klar sehen. Und wir müssen ja nur jetzt überlegen, was passieren würde, wenn ein früherer Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika noch einmal gewählt würde. Was das für eine Katastrophe wäre. Nicht? Ich würde vermuten, dass in Moskau die Hoffnungen darauf alle ausgerichtet sind. Und wenn wir das nicht wollen, dann können wir natürlich nur sagen, dann müssen wir Europäer schnell handlungsfähiger, stärker werden. Und das kann nicht einmal bei Frankreich alleine. Das können wir gemeinsam, könnten wir viel mehr leisten. Und wenn man sich das klar macht, dann sind alle diejenigen, die gegen ein stärkeres Europa sind, eigentlich sowas von altmodisch. Und da mache ich dann keinen Unterschied zwischen Frankreich und Deutschland. Die haben es einfach nicht verstanden. Wir werden in dieser Welt, die enger zusammenrückt, ökologisch, aber friedensmäßig, die Migration, nur eine Rolle spielen als Europäer, wenn wir es gemeinsam machen. Nochmal vielleicht zu der grenzüberschreitenden Mobilität. Das natürlich, wie Sie gesagt haben, wenn es eine tolle Metropole wie Straßburg gibt, ist es dort einfacher hinzufahren. Wie ist es denn bei Ihnen, wo es keine derartige Metropole auf der deutschen Seite gibt? Wie können Sie dort dann die Bürger motivieren, sich mit dem anderen Land auseinanderzusetzen, dort ins Fußballstadion zu gehen? Das ist schwieriger. Ja, schon, aber wie Dr. Schäuble es soeben gesagt hat, es gibt die Schwimmbäder, aber nicht nur. Es gibt ja auch die Möglichkeit, rüber zu gehen, um zu wandern. Und zum Glück haben wir auch sehr viele Dörfer, die befreundet sind. Da wurde auch nach dem Élysée-Vertrag wurde in diese Richtung auch sehr viel getan. Und das ist auch sehr, sehr interessant zu sehen, also wie unsere Mitbürger sehr, sehr intensiv daran arbeiten und ja, das natürlich mit Baden-Württemberg, aber zum Beispiel nördlich in meinem Wahlkreis, dann ist es auch mit dem Saarland, manchmal auch mit der Pfalz. Und dadurch entstehen natürlich auch ganz andere Art, also den Nachbar zu sehen, ne? Und ja, wie gesagt, also wir wissen es ja hier im Elsass, wir haben ja diese, wir haben ja na, doppelte Kultur natürlich. Also wir sind Franzosen, aber zur gleichen Zeit haben wir auch eine germanische Kultur und wir bestehen ja auch darauf, also unseren Dialekt zu sprechen. Und wenn wir rüberkommen, also die Badener verstehen uns ja und das ist auch umgekehrt der Fall. Und das ist für uns auch sehr wichtig und daran müssen wir arbeiten. Insbesondere, weil das ist in Deutschland der Fall und auch bei uns hier in Frankreich. Also wir haben, die Eltern sagen immer mehr, also du musst Englisch lernen. Ne? Und immer weniger unsere Schüler lernen entweder Deutsch oder beziehungsweise in Deutschland Französisch. Und das ist auch schon ein Problem, denn natürlich ist es nicht nur eine Sprache, sondern auch eine kulturelle Orientierung. Und diese kulturelle Orientierung ist ja auch
auch sehr wichtig, denn es ist auch Teil unserer Identität. Und unsere Identität ist ja auch durch diese sehr spezifische Geschichte geprägt. Und ich habe vor kurzem ein Buch gelesen von Herrn Dr. Schweitzer, Albert Schweitzer, und er war ja, einige sagen, er hat, also der Friedensnobelpreisträger ist, gehört Frankreich an, andere sagen Deutschland, denn natürlich, er war ja, Teil seiner Geschichte war ja deutsch und Teil seiner Geschichte war ja französisch. Und er hat auch immer darauf hingewiesen, dass das Wichtige ist, dass man miteinander diskutiert und auch der Dialog ist wichtig. Und deshalb bin ich sehr froh, heute mit Herrn Dr. Schäuble zu diskutieren, denn er hat auch sehr oft dazu beigetragen, dass der Dialog ein bisschen weitergeht, ne? Und dass es zu konkreten Lösungen kommt, ne? Insbesondere in den letzten Jahren mit der deutsch-französischen parlamentarischen Versammlung, das war ja auch etwas sehr Wichtiges. Und man sieht jetzt, wie wichtig das ist, denn innerhalb von Europa, ohne Frankreich und Deutschland geht ja nichts, ne? Naja, es tun ja auch unheimlich viele Menschen aus Deutschland in Frankreich arbeiten und aus Frankreich in Deutschland arbeiten. Und die Grenzpendler und so, und viele leben auch, viele leben lieber im Elsass als in Baden und umgekehrt. Im Übrigen kommen inzwischen natürlich viele Menschen aus dem Elsass auch in unsere Gastronomie. Wir haben da ziemlich aufgeholt. Deswegen haben wir natürlich in Baden auch zum Beispiel eine viel bessere Küche als in anderen Teilen Deutschlands. Da sind wir beeinflusst von Frankreich, ganz klar, vom Elsass nochmal speziell, aber auch die französischen Eindrücke. So befruchten wir uns ja gegenseitig. Und umgekehrt ist es natürlich auch für viele, gerade auch junge Menschen, im Elsass eine Chance, in Deutschland ausgebildet zu werden. Und die Zusammenarbeit in der Forschung, in der Universität und so, das ist ja alles schon grandios. Und im Übrigen, so armselig sind wir jetzt in Baden auch nicht. Also Freiburg oder auch Karlsruhe sind ja auch ganz attraktive Städte, nicht nur sportlich, sondern auch sonst schön. Aber klar, Straßburg ist die große Metropole. Ich glaube, wir waren auch in früheren Zeiten, jedenfalls Pierre Plümmler hat das gelegentlich gesagt, der frühere Straßburger Bürgermeister, der hat also in den Zeiten von der Regierung von Helmut Kohl, dem Bundeskanzler damals, hat er gesagt, die deutsche Bundesregierung setzt sich mehr für Straßburg als europäische Hauptstadt ein als die französische Regierung, wo ja in Frankreich sich heute besser geworden. Aber es war schon mal eine Zeit lang so, dass halt in Frankreich alles auf Paris fokussiert war. Und ich hätte immer gerne, dass wirklich Straßburg europäische Hauptstadt ist, aber vielleicht ist der Zug ein bisschen abgefahren, obwohl wird sich auch in Europa vieles noch ändern. Wir machen weiter mit dem Thema erneuerbare Energie mit Blanche Babin. Ja, also in den letzten Jahren gab es massive Investitionspläne auf europäischer Ebene mit zum Beispiel dem European Green Deal 2019 und auch mit Next Generation EU 2020 zur Überwältigung der Covid-19-Krise. Und meine Frage wäre, wie stehen Sie zu diesen massiven Investitionsplänen? Sind das ineffizient oder notwendig, um die zukünftigen Herausforderungen zu bewältigen? Weil ich glaube, dass Sie eher Verteidiger einer Sparpolitik sind. Zum Beispiel Sie, Herr Schäuble, als Sie Finanzminister waren. Also wie stehen Sie jetzt zu dieser massiven Investitionspläne? Sind Sie... Ja, wissen Sie... Ich habe so, das heißt so, ich sei Vertreter einer Sparpolitik. Ich würde es ein bisschen anders formulieren. Ich glaube, Sie können auf die Dauer anhaltende gute wirtschaftliche Entwicklung nicht ohne eine solide Finanzpolitik haben. Das haben wir jetzt in letzter Zeit gesehen. Als ich anfing im Bundestag 1972, ist ich zum ersten Mal gewählt worden. Da ging in Deutschland der Wahlkampf, da hatte der spätere Bundeskanzler Schmidt im Wahlkampf gesagt, lieber 5% Inflation als 5% Arbeitslosigkeit. Und wir haben gesagt, CDU,
Wenn wir 5% Inflation haben, werden wir bald noch 5% Arbeitslosigkeit haben. Genauso ist es gekommen. Und deswegen, kürzlich hat mir jemand, ein Handwerker, der mir irgendeine Küchenmaschine repariert hat in Offenburg, hat mir gesagt, ach, ich wollte mich mal bei Ihnen bedanken. Sie haben mit Ihrer Finanzpolitik dafür gesorgt, dass wir 10 Jahre lang immer weniger Arbeitslosigkeit und immer mehr Wirtschaftswachstum haben. Dann habe ich gesagt, Sie haben es verstanden. Aber jetzt zum Punkt, nein, wir brauchen massive Investitionen. Jetzt kommt aber das Entscheidende ist ja, dass wir den riesigen Energiebedarf, den wir haben, allein das Internet braucht ja unglaublich viel Energie. Ob wir den individuellen Straßenverkehr so weiterentwickeln oder ob wir nicht wie in Großstädten doch immer mehr auf öffentliche Verkehrsmittel gehen. Aber der Energiebedarf wird groß bleiben, nur müssen wir eben, weil Energie ein Teil der großen Umweltbelastungen ist, nicht der einzige, aber müssen wir es umstellen auf klimaneutrale Energie. Das geht nicht über Nacht. Wir in Deutschland haben mit unserem Sonderweg in der Kernenergie sicherlich nicht zu gemeinsamen europäischen Handel beigetragen. Und der Präsident Macron hat ja auch gesagt, wir werden uns in der europäischen Energiepolitik nicht von den Deutschen daran hindern. Also wir haben da eigene Vorstellungen, die ich nicht unbedingt teilen muss, aber ich glaube nicht, dass wir auf absehbare Zeit auf die Kernenergie verzichten sollten. Und außer uns machen es auch wenige. Und wir haben in unserer Zeit, auch unter der Bundeskanzlerin Merkel, mit der immer stärkeren Abhängigkeit von russischem Öl und Gas, also Nord Stream 1 und 2, eine sehr falsche Politik getrieben. Ich war immer dagegen, das hat Frau Merkel nicht geschätzt an mir, aber das musste sie ertragen. Ich bin so, weil ich gesagt habe, wir dürfen eine Politik nicht machen als Deutschland, wo alle anderen in Europa anderer Meinung sind. Wir wollen Europa zusammenführen, dann dürfen wir aber auch nicht sagen, aber so wie wir wollen, sondern wir müssen auf andere hören. Das war ein schwerer Fehler und jetzt müssen wir daraus lernen, das können wir. Und dann ist aber nicht, wissen Sie, wenn ich dann höre, mit allem Respekt, auch die Präsidentin der Kommission, Ursula von der Leyen, die sagt, ja, 500 Milliarden Programm für klimaneutral, grünes Europa oder klimaneutral, wunderbar. Aber allein der Ausweis von irgendwelchen Summen ist gar nichts passiert. Ich habe einmal einen Finanzminister, der immer auch, es hieß ja immer, ich würde Investitionen verhindern. Ich habe ja meinen Kollegen immer angeboten, ihr könnt meinen Schreibtisch im Finanzministerium haben. Ihr könnt ausgeben, so viel ihr wollt für Investitionen. Unter einer Bedingung. Das Geld muss am Ende des Jahres abgeflossen sein. Und es ist übrigens in Griechenland und Italien nicht anders und in Frankreich mit allem Respekt. Ich kenne Bruno Le Maire schon lange nicht, wir sind auch freundschaftliche Beziehungen. Aber das Geld fließt ja nicht ab, weil wir zu langsam sind in unserem Plan. Nicht alle sind so langsam wie Deutschland, wir sind auch da besonders schwerfällig, besonders perfektionistisch. Aber auch in anderen Ländern ist es so, dass das Geld, das scheitert nicht an Mangel an Finanzierung. Wie viel ist denn von den europäischen Programmen schon abgeflossen? Fast nichts. Und deswegen meint, und das ist die Politik, die die Menschen nicht akzeptieren. Man sagt, da ist eine große Summe. Und wenn man dann hinterher guckt, und was ist damit passiert, dann ist nichts daraus geworden. Und deswegen sage ich, nicht so viel reden, handeln, machen. Und dann, ich würde jede vernünftige Investition in mehr billigere Energie, aber klimaneutral unterstützen. Aber ich würde ungern der Wirtschaft oder der Wissenschaft als Politiker vorschreiben, wie sie das machen sollen. Wir hatten vor kurzem die Debatte, da war eine große Aufregung, deswegen einer der Gründe, warum die Grünen, auch Herr Habeck, in Deutschland momentan nicht sehr angesehen sind. Sie haben plötzlich gesagt, es müssten alle Menschen in ihre Häuser Wärmepumpen einführen. Dann haben sie plötzlich aber festgestellt, dass die Leute gesagt haben, nein, das wollen wir jetzt aber so nicht. Und jetzt haben die Hersteller von Wärmepumpen das große Problem. Sie haben viele Wärmepumpen geschafft, aber keiner will mehr Wärmepumpen. Und das ist die Art von Politik, die nicht funktioniert. Gebt den Menschen Ziele vor. Sagt ihnen auch, das wird euch Einschränkungen kosten. Dann könnt ihr halt vielleicht nicht mehr so viel Flugreisen machen. Oder so, ja.
ein Klimaschutz, der nichts kostet oder nur die anderen, das wird nicht stattfinden. Das wird mit gewissen Einschränkungen verbunden sein, wenn man das den Leuten offen sagt. Machen sie auch mit. Aber wenn man meint, das sei eine Frage von Summen, das stimmt nicht. Sie müssen dafür sorgen, dass das Geld ausgegeben wird. Und da haben wir große Schwächen, aber es ist in anderen Ländern nicht so ganz überall so ganz gut. Dafür kenne ich mich ein bisschen zu gut aus. Ihre Position, Herr Herzl, über diesen Investierungsprogramme, Klimaschutz und auch vielleicht ein Wort zur Kernenergie? Also wir wissen es ja, also da gibt es schon, das ist typisch ein Thema, wo es Unterschiede gibt. Denn in Frankreich ist die Kernenergie immer noch sehr wichtig. Ich gehe auch davon aus, dass in den nächsten Jahren wird es auch Fortschritte geben durch die Forschung. Was wir hoffen ist, dass wir in den nächsten Jahren also neue Technologien bekommen, die es ermöglichen werden. Also wir haben ja zurzeit schon Fortschritte gemacht. Es wird wahrscheinlich noch mehr Fortschritte geben. Und ich möchte nur darauf hinweisen, dass natürlich sind Planungen wichtig, aber was wir nicht genügend tun, und zwar auf einer europäischen Ebene, das ist gemeinsame Forschungsprojekte. Denn die Forschung, die muss auch eine große Rolle spielen. Und man sieht es ja in den letzten Jahren zum Beispiel, Indien, Brasilien, China sind Länder, die auch sehr stark in die Forschung investieren. Und da muss Europa auch das Gleiche tun. Und das können nicht nur unsere Länder alleine tun, sondern die müssen das auch mehr gemeinsam tun. Es gibt in der Richtung ist schon einiges geschehen, aber meiner Meinung nach noch nicht genügend. Denn zum Beispiel die Fraunhofer-Programme auf der einen Seite, die CNRS-Programme auf der anderen Seite, die sind nicht genügend gemeinsam geprägt und bearbeitet. Und da gibt es auch noch einiges zu tun. Und da bestehen wahrscheinlich auch Lösungen für die Umweltkrise. Ich mache weiter mit dem Thema Ländergruppe, den Sie erwähnt haben. Das RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement, trat am 1. Januar 2022 in Kraft. Es ist das größte Handelsabkommen der Welt, gemessen am BIP, seine Mitglieder, das fast ein Drittel der Welt weltweit im BIP ausmacht. 15 Länder sind dabei, China, Japan, Südkorea. Ein zweiten Zusammenschluss BRICS seit 2011 mit 5 Ländern, Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Ab 2024 sollen 6 andere Länder dazu, Iran, Argentinien, Ägypten, Äthiopien, Saudi-Arabien und die Arabischen Emirate. Ist die Bildung von diesen Ländergruppen eine Konkurrenz oder sogar eine Bedrohung für Europa? Eine Konkurrenz ist es sicher, aber Konkurrenz, sagt man, belebt das Geschäft. Bisher haben, ich meine, das ist eine Reaktion des Restes der Welt, die fühlen sich über Jahrhunderte von Europa zu sehr dominiert. Ich meine, Kolonialismus, das Zeitalter des Kolonialismus, das war Europa, das hat zwar die Welt unheimlich vorangetrieben, insofern ist ja auch die Vereinigten Staaten von Amerika auch ein Kind Europas, wenn man so will. Aber wir haben natürlich im Zeitalter des Kolonialismus auch unglaublich viel Elend in die Welt gebracht und anderes mehr. Und dass die sich heute, Deutschland ist gerade noch 1% der Weltbevölkerung, Frankreich nicht einmal 1% der Weltbevölkerung, Europa insgesamt ist nicht einmal, also muss man schon Europa ganz groß nehmen, so wie Präsident Macron jetzt alle eingeladen hätte, was ich eine gute Initiative übrigens fand, aber dann sind wir gerade 10% der Weltbevölkerung und dass die restlichen sich natürlich nicht immer von uns dominieren lassen, das muss man verstehen, deswegen glaube ich, dass die Welt, und das ist eine Hoffnung, das ist gar keine Bedrohung, sehr viel eine globalere Struktur bekommen muss. Aber natürlich müssen sie dann
auch global versuchen, den Frieden zu halten und die großen Probleme wie die Umwelt auch besser zu bewahren. Und wenn wir Europäer da eine Rolle weiterhin spielen wollen, müssen wir es gemeinsam tun. Aber eben klar sein, das wird nicht mehr so dominant sein. Es wird übrigens nicht so sein, dass die Chinesen jetzt die Führungsrolle übernehmen werden. Man hat ja gesehen, die Rivalität zwischen Indien und China ist gleich ganz groß. Ist übrigens ja auch spannend. Die Russen sind ja mit ihrem Versuch, auf den Mond zu kommen, gerade gescheitert. 8 Tage später waren die Inder auf dem Mond gewesen. Jetzt kommen auch die Japaner. Die Chinesen sind auch schon da. Das verschiebt sich. Und im Übrigen ist auch interessant, fand ich ganz spannend, was China anbetrifft, dass in China gehört zum Abitur Englischsprache. Englisch ist Pflichtfach für alle Abiturienten. Das heißt, ich hatte mal vor 10, 20 Jahren befürchtet, die Chinesen würden eines Tages Chinesisch als die dominierende Sprache im Internet durchsetzen. Das haben sie offensichtlich aufgegeben. Mit Indien können sie das auch ganz sicher nicht machen. Und mit Brasilien und anderen auch nicht. Insofern, wenn wir klug uns darauf eingehen, auch die Amerikaner, wir auch als Europäer, als Partner Amerikas, ihnen auch kluge Ratschläge geben, sagen, ja, wir wissen, ihr habt auch recht, dass wir sagen, ihr könnt nicht immer nur alles für uns im Zweifel, wenn es ganz schwierig ist, machen. Aber dann können wir ihnen auch ein Stück weit helfen. In diesen Tagen gehört für mich zu den hoffnungsvollsten Dingen, dass der amerikanische und der chinesische Außenminister offenbar 3 Tage lang miteinander reden wollen. Und wenn, ob Nahe Osten oder Ukraine, ich eine Hoffnung beschreiben soll, dass dieses Morden aufhört, dann ist es die Hoffnung, dass insbesondere die großen Mächte in dieser Welt, Europa, wenn es einiges, aber schon in der Palästina-Frage, tun wir uns ganz schwer, das kann ich auch verstehen. Frankreich sagt, Entschuldigung, wir haben nicht den Holocaust gemacht, das waren schon die Deutschen. Wir respektieren, dass ihr Deutsche eine andere Verantwortung für euch empfindet, aber wenn wir es zusammen machen, können wir es machen. Und deswegen, im Übrigen ist das auch die beste Chance, dass wir die Umweltverschmutzung zurückbekommen. Wenn Sie sich anschauen, China, ich bin kein Freund von Xi Jinping, aber wenn Sie sehen, wie Peking vor 10, 15 Jahren, wie die Luftverhältnisse in Peking waren oder in Shanghai, Sie konnten buchstäblich kaum atmen. Heute ist die Luft sauber. In Peking, wie in Shanghai, ich habe es von Menschen, die gerade wieder da waren, sagen, nein, die haben das innerhalb von 10, 15 Jahren gemacht. Mit Mitteln, die wir nicht so einfach machen könnten, nicht? Ja, die haben alle, in Peking gibt es nur elektrisch getriebene, individuelle, auch Motorroller und Mopeds und so. Aber es geht. Und deswegen sage ich immer, nein, der Weltuntergang ist noch nicht. Liegt an uns und es gibt auch viele Hoffnungen. Ihr habt jetzt den Krieg erwähnt. Die Kriege, die immer näher kommen. Wir hatten Georgien, Syrien, Donbass, Ukraine, Armenien, jetzt Israel und Palästina. Es geht jetzt nicht mehr nur um territoriale Streitigkeiten, sondern um unterschiedliche Werte, Lebensweise, Gesellschaftsregeln. Wie soll sich die Europäer positionieren? Die Europäer sollten sich für ihre Werte einsetzen. Wir sollten übrigens uns auch klar machen, selbst wenn wir sagen, ja, wir sind ja da nicht mehr so effizient. Bemerkenswert ist doch, dass alle diejenigen, die nicht nach unseren Werten leben dürfen, Demokratie, Freiheit, Menschenwürde, Schutz der Würde jedes Menschen und andere Dinge, also die Werte der Französischen Revolution, wenn Sie so wollen, oder auch der amerikanischen Menschenrechtserklärung, die nicht in dieser solchen Ordnungen leben können, die träumen ja davon, so zu leben. Und die Diktatoren haben ja alle Angst davon. Herr Erdogan auf seinem Platz, Taksim-Platz oder im arabischen Frühling, auch wenn er erstmal gescheitert sein sollte, das kommt ganz schnell wieder. Oder was fürchtet Putin? Genau das. Was fürchtet Xi Jinping? Warum regt ihn jetzt plötzlich Hongkong auf, obwohl er versprochen hat, er lässt in Hongkong ein eigenes System 20 Jahre lang laufen. In Taiwan haben sie immer gesagt,
Wir werden niemals mit Gewalt. Es kommt, wir haben Zeit, Chinesen haben ja eine. Und jetzt haben sie keine Zeit mehr, weil sie unsere Werte, sie wissen, unsere Werte sind für ihre eigenen Menschen die attraktiveren. Und deswegen sage ich immer, ja, Himmel nochmal, wer, wenn nicht wir, soll eigentlich für diese Werte eintreten? Und das können wir als Europäer wieder nur gemeinsam machen. Und wir haben ja in Europa gezeigt, dass wir bei allen Unterschieden doch auch mit vielem vorangekommen sind, nicht? Herr Rettel? Das ist effektiv so, dass die Demokratie, die hat natürlich, die bringt Freiheit. Und wir wissen das. Also unsere Geschichte hat es auch bewiesen. Die früheren Generationen haben da auch gekämpft dafür, ne, dass wir in einem freien Europa leben. Und wir können stolz darüber sein. Und hoffentlich werden die kommenden Generationen auch daran arbeiten, also diese Freiheit zu bewähren. Ne? Denn das ist wahrscheinlich der wichtigste Wert überhaupt. Ne? Und wie Dr. Schäuble soeben erwähnt hat, man sieht ja einige Länder, die kommen damit nicht sehr gut zurecht. Und die Diktatoren wollen ja keine Freiheit ihrer Bevölkerung. Und das ist auch ein Unterschied. Und wir müssen also auch weiter daran arbeiten, dass diese Werte auch in anderen Ländern in der Zukunft stärker werden. Ne? Danke, Herr Retzel. Vorletzte Frage von Blanche Baba. Ja, also die Demokratie ist auf jeden Fall ein Modell, das verteidigen werden muss. Aber wie kann man das auch von innen stärken? Also wie kann die demokratische Vertretung in den europäischen Institutionen verbessert werden? Es gibt ja, man redet von Reformpläne, Beitrittskandidaten, die in der Europäischen Union kommen wollen. Aber wie kann dieses demokratisches Modell verstärkt werden innerhalb der Institutionen? Ich finde, indem wir eben den Weg weitergehen, mehr Entscheidungen in Europa gemeinsam zu treffen, dann muss man sie diskutieren, dann muss man akzeptieren, dass man sich nicht immer mit seiner Meinung gegen die anderen durchsetzen kann, das muss auch Deutschland akzeptieren, Frankreich muss es gelegentlich auch, dann gibt es Dinge, wo wir akzeptieren müssen, dass wir unterschiedlicher Meinung sind, dann werden wir daraus Form machen. Macron hat ja nun vor kurzem eine Einladung gemacht und dass alle europäischen Länder, auch der westliche Balkan, zusammenkommen. Damit hat er ganz sicher auch nicht gemeint, dass wir dann jetzt mit diesen Ländern schon so eine enge Integration, wie wir es etwa in der Währungsunion haben, machen sollen, sondern er hat einen Gedanken aufgegriffen, den ich ja vor fast 30 Jahren schon mit meinem Kollegen Karl Lamers geschrieben habe. Wir brauchen in Europa unterschiedlich tiefe Formen von Integration. Wer enger zusammenarbeiten will, wer eine deutsch-französische parlamentarische Versammlung machen will, den dürfen ja andere nicht daran hindern, sondern es dürft ja gar nicht. Ich vermute, dass die Kommission in Brüssel nicht begeistert war, dass wir das gemacht haben mit der deutsch-französischen Versammlung. Aber es kann uns doch niemand hindern, auch nicht in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Das haben Sie auch nicht gern gesehen in Brüssel, weil Sie es einheitlich machen wollen. Das verstehen Sie nicht richtig. Wir sollten niemanden hindern, enger zusammenarbeiten. Aber die enger zusammenarbeiten, sollten andere nicht ausschließen, wenn sie mitmachen wollen und wenn sie die Voraussetzungen erfüllen, dazuzukommen. Und das, was Macron jetzt hier gemacht hat, er hat ja völlig recht mit dem Verständnis, dass wenn wir in Europa nicht den westlichen Balkan stabilisieren und den dem Einfluss von Russland und China überlassen, ja, dann braucht niemand zu glauben, dass wir die Probleme zwischen China und Taiwan als Europäer entscheidend lösen können. Also müssen wir schon zeigen für Europa die Stabilität, dass es keinen Krieg gibt wieder, auch auf dem Balkan. Nach dem Fall der Mauer, nach dem Ende des Ost-West-Konflikts war der erste Krieg im Balkan. Und es ist gerade jetzt, wir haben es ja wieder im Kosovo. Und das müssen die Europäer machen. Da hat Frankreich recht. Und da muss auch Deutschland seinen Beitrag leisten.
Und der Weg zu Europa dazuzukommen, ist ja für alle der Weg, friedlichere Konflikte zu lösen. Da ist auf dem Balkan noch viel geblieben aus der Vergangenheit. Wir haben in Frankreich und Deutschland aus den Konflikten unserer Jahrhunderte zuvor keine Probleme mehr. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber in anderen ist es noch nicht so weit und deswegen europäische Einigung ist der Weg des Friedens. Ihre Meinung, Herr Retzel, über dieses Thema? Ja, man sieht es ja, Europa ohne einige Länder, wie die soeben erwähnt worden sind und auch was in den Balkan geschieht, da können wir nicht einfach sagen, nee, das ist nicht unser Problem. Das ist ja auch Teil von Europa. Und deshalb müssen wir auch enger mit diesen Ländern arbeiten. Natürlich gibt es da noch Unterschiede. Aber wie gesagt, es gibt auch Unterschiede zwischen Deutschland und Frankreich. Es gibt Unterschiede zwischen Frankreich und Italien oder Spanien. Aber wir haben über die Jahre gelernt, trotzdem miteinander zu arbeiten. Und es hat auch zu einigen sehr innovativen Fortschritte geführt, zum Beispiel Airbus. Das ist ja unglaublich. Das hat also zwischen Deutschland, Frankreich und dann Spanien begonnen. Und wenn man sieht, zurzeit kann man sagen, dass Airbus ist eine Firma, die ist so stark wie Boeing es vor Jahren war. Ne? Und das wurde gemacht. Also wie gesagt, wo es einen Willen gibt, da ist auch wahrscheinlich ein Weg. Und das ist ja auch ein bisschen, da muss man optimistisch bleiben. Ne? Die letzte Frage. Ja, ich möchte zum Abschluss unserer schönen generationsübergreifenden Runde gerne Robert Schumann zitieren. Europa ist ein Generationenproblem. Wir werden Zeit brauchen. Aber was von den Älteren vorbereitet wird, ist nur dann gültig, wenn die neuen Generationen ihre Begeisterung dafür einbringen. Stimmen Sie zu? Was sind Ihre Gedanken? Ja, also absolut. Deswegen ist er ja auch vielleicht der wichtigste Gründungsvater. Denn man muss sich das vorstellen, so kurz nach dem Krieg, schon von der europäischen Einigung und dass natürlich die Überwindung der Erbfeindschaft zwischen Frankreich und Deutschland dafür eine Voraussetzung war. Für uns Deutsche war das leicht damals. Wir hatten alles kaputt gemacht. Wir haben uns selber zerstört und den Rest, zumindest Europas auch. Aber für die Franzosen war es schwer. Und deswegen ist Robert Schumann einer der ganz Großen. Und ja, man kann einfach nur dankbar sein, dass es so früh nach dem Krieg auch Menschen gegeben hat, auch in anderen Ländern. Natürlich war auch Adenauer ein Glück für Deutschland und für Europa. Aber ohne dass andere in anderen Ländern und vor allen Dingen in Frankreich uns der entgegengekommen wäre, wären wir heute nicht da, wo wir sind. Und deswegen ist das die Verpflichtung. Wenn es die Jungen in der Zukunft anders haben wollen, sollen sie es machen. Mein Rat wäre, den Weg entschlossen weiterzugehen. Und wenn man sieht, was wir zwischen Frankreich und Deutschland und damit auch in diesem Teil Europas, das müssen wir übrigens jetzt ganz entscheidend, auch die im Osten, unsere Nachbarn, auch die Polen, die wählen dann zwischen auch mal, jetzt haben sie ja in die Wahlergebnisse sind die meisten bei uns ganz zufrieden und so. Bei Ungarn bin ich auch ein bisschen, was der Viktor Orban macht, gefällt mir auch nicht. Ich habe ihn früher schon anders erlebt, aber wir sollten nicht so schnell resignieren. Wir müssen denen jetzt auch das Gefühl geben, dass sie gleichberechtigt und ein gleich wichtiger Teil für Europa ist. Und dann können wir auch den Balkan stabilisieren. Wenn wir nicht den Balkan stabilisieren, wird es wieder Krieg geben. In der Erbmasse des auseinandergefallenen Jugoslawiens. Wobei Jugoslawien eine Kunstkonstruktion nach dem Ersten Weltkrieg war, die auf die Dauer nicht stabil bleiben konnte. Zu den großen Dingen, um das den Jungen zu sagen, gehört für mich in der Nachkriegszeit, dass sich die Tschechoslowakei, also Tschechien und Slowakei, haben sich friedlich aufgelöst. Das ist eine grandiose Leistung, da hat natürlich ein Mann wie Václav Havel auch
historische Verdienste, von denen bräuchten wir noch mehr. So Robert Schumann und Václav Havel und solche Leute. Können sich die jungen Vorbilder nehmen. Herr Retzel, Ihre Meinung über dieses Spruch von Robert Schumann? Ja, vorerst mal ist es ein sehr schöner Spruch und ich bin auch damit völlig einverstanden. Schumann hat also, man kann es so sagen, es war ein sehr großer Europäer. Er hat ja für Europa, er hat sich völlig für Europa eingesetzt, insbesondere schon vor dem Zweiten Weltkrieg, aber insbesondere noch nach dem Zweiten Weltkrieg, dann natürlich auch mit Kanzler Adenauer, mit de Gasperi, auch Monet. Da war das Denken war zu sagen, also nie wieder Krieg. Wir müssen alternative Lösungen finden. Und ja, auch weil diese Generation damals hat den Krieg also sehr stark, die haben ihn sehr stark erlebt, insbesondere den Zweiten Weltkrieg. Und da gab es nur eine Möglichkeit. Man musste vorangehen und man musste also positiv an die Zukunft denken. Und was man auch heute sagen kann, hoffentlich werden die kommenden Generationen auch wieder positiv an die Zukunft denken. Denn was wichtig ist, ist natürlich Freiheit und nie wieder Krieg. Ne? Wir kommen am Ende dieser Interview. Vielen Dank, meine Herren, für dieses Gespräch. Vielen Dank vielmals, Herr Schäuble. Danke, Herr Herzl. Merci beaucoup, Monsieur le Député. Wir waren mit dem Herrn Dr. Wolfgang Schäuble und Patrick Hetzel zusammen. Vielen Dank an das Europazentrum Robert Schumann und Richard Stock, die dieses Interview ermöglicht haben. Danke an Blanche Babin und Thiele Berwald für ihre Teilnahme. Danke an das technische Team, den Regisseur Thierry Roser, begleitet von Serge Wenker und Pierre Wisse. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald auf InfoCity TV.